moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Tales of Arise Beyond the Dawn. Wir treten nun gleich ins erste Mausoleum, nachdem wir uns Probleme ohne Unterlass angehört haben. Walking together like this, it's like we're back in the old days. The old days? It's only been a year. But after the battle with the Great Spirit, so many things have happened. A lot has changed. Great Spirit. Is it true it's the collective will that manifests from all the astral energy within a world? Yes. Rena's Great Spirit manifested a will of its own and engineered the conflict between Dana and Rena. Together, we fought it 1 year ago. In the end, Alphen's power defeated the Great Spirit, allowing its astral energy to finally become one with Dana's. And now, with the Great Spirit no longer influencing the Renan people, our two cultures finally have a chance to unite as well. So all of that is something that the Blazing Sword... that Alphen did? He's the reason the world is the way it is now? Yeah, kann man so sagen. He's the one who did it, but it's more like it's this way because it was always supposed to be. The problem is, instead of seeing this as a new world, both Danans and Renans think that Dana just absorbed Rena into itself. I mean, that is what it looks like, so I get the confusion. Rena disappears, then there's all these Renan buildings popping up everywhere. Hollowing, and that sky. It's a difficult situation. The Renans lost their home when Lenegas collapsed, and the Danans feel like they're being invaded by all the resulting refugees. Most Renans are currently living in Pelegion, but there are some who have traveled outside Ganatheros to settle in other regions and Danan cities. In some cases, like in Niez, accepting them in has resulted in tensions. And then the mausoleums are a problem as well. Guess the only thing that hasn't changed is the wandering Zugles. Even Zugles aren't the same. They're more violent than before, probably due to the merging of the worlds. As you can see, we still have a lot of issues to deal with. But we're trying to solve them as best we can. I see. Ja, dem ist wohl so. Okay, rein da. Mit wenig HP, weil wir im letzten Part noch einen harten Kampf hatten. Ah, sehe ich sie doch von hier schon wieder, die Zügel. Mausoleum der Ruinen. Führt einen glühend heißen Drehangriff aus. Achso. Ja, die Boost-Angriffe kennen wir. It's kind of hard to walk when things are all slanted like this. This whole section seems to be tilted. Though it's not clear. Hundewespe. Da haben wir direkt mal was Besseres für. Ich glaube, das war für. Genau, das war für Law. Harry Convergence, or if it was damaged from the start. I hope it's only this room. It'll be tough if it's like this the whole way. Hier haben wir einen Teleporter, der wahrscheinlich, es wird dadurch nichts aktiviert oder so. Don't wander off ahead of the group, Nazimil. Right. I got it. I guess she's not scared. Here I thought that Zug. Let's go, zerstörerischer Keiler. I hope we're not too rusty. We've got to remember each other's attack rhythms. Okay, you two. Enough chit-chat. Ignite! This ends now! Consider yourself finished! So I still had room to grow. Oh! Das stimmt, wir waren ja doch sehr nah am Level-Up dran wegen dem Kampf beim letzten Mal. Wenn er uns auch das Level-Up nicht beschert hatte, hat er uns ganz kurz davor gebracht und die haben wir jetzt den Rest noch aufgefüllt. Was ist das hier? Okay. Sieht alles erstmal sehr interessant aus hier. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das in der Story jetzt hier noch entwickelt. Mit diesen Mausoleen, die ja scheinbar irgendwie die letzte möglich, also die zum Beispiel scheinbar das letzte sind, was diese beiden Welten davon abhält, miteinander zu verschmelzen. Komplett, scheinbar. War zumindest irgendwie so ein bisschen die Erklärung, glaube ich. Unsere ganzen Gruppenmitglieder lernen jetzt so langsam erstmal wieder die ganzen Teile.
Aber wir sind auf jeden Fall sehr schnell, diese Gegner hier zu killen. Es fühlte sich zwar im Bosskampf so an, als würden wir wesentlich weniger Damage machen im Vergleich zu den HP. Aber so gegen die normalen Gegner, muss ich sagen, die machen wir irgendwie schneller weg als vorher. Jetzt hoffe ich ja, dass, dass wir vielleicht irgendwie durchhalten können, dass wir wieder so ein Licht finden oder sowas. Indeed, considering the amount of advanced technology within these mausoleums, many would want a piece of it for themselves. Ich war zu faul, beim letzten Mal nochmal zum Lagerfeuer zurückzugehen, das gebe ich zu. Alter, jetzt erlernen sie auf einmal wirklich alles wieder. Sehr schön. Also das Kämpfen läuft super, muss ich sagen. Und der Schockwellen gibt, der muss ich sagen, der gefällt mir ganz gut. This should come in handy when crafting weapons. Versuche mich derweil wie immer gut hier umzuschauen in den Dungeons, alles mitzunehmen soweit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Boss, den wir hier vielleicht kämpfen, ob der stärker ist als dieser zusätzliche Boss. Ich glaube wahrscheinlich fast schon nicht. Dieser zusätzliche Boss war schon sehr hart. Bin mir unsicher, ob man den schon machen sollte in diesem Zeitpunkt des Games. So wie wir damals den ersten krassen Jugel introduced bekommen haben, diese Heuschrecke da, ja, diese Gottesanbeterin. Die sollten wir, die haben wir definitiv ja auch noch nicht geschafft. Eieiei. Ja, natürlich kann mich jetzt niemand healen, ne? Ohne die HP. Tell me if you need healing. I expect you'll be in high demand if that's the case. I'm still not used to these Helganquil structures. Helganquil? Yes. The true natives of the planet Rena. The ones who built all this. Hexenkleid. You know, Nazamil sure is fearless. Now that you mention it, she is, isn't she? Maybe she's stronger than she looks. Can I ask you something? You don't have to ask that every time. What is it? What kind of place is this mausoleum? Well, it seems like it was originally supposed to help delay the collapse of Rena by controlling astral energy. But it's still operating, and that's not good. Astral energy in this world is now composed of six elements, after Rena and Danna became one. Just like it was supposed to be from the very beginning. But before they merged, Danna had only five elements. Currently, the balance of energy is still shifting to achieve equilibrium. We believe these mausoleums are interfering with the flow of astral energy, preventing that balance. So, we decided it's better to disable them. So having six elements is normal? Right. But something went wrong a long time ago, and they were divided. Rena got all the dark astral energy, and Danna got the light. When I was small, my father told me that I have all six elements, so it was my duty to master them. Undoubtedly, it's due to you having both Renan and Danan blood. In a way, you're a herald of a new era. Is something wrong? No. For a moment, I was just worried you were going to say something like, what a fascinating specimen. Sorry. Ah. And here I thought I was getting better at reading the room. Anyway, this new world of ours needs all six elements in proper balance. So we're shutting down the mausoleums to help that happen. So six elements are part of a new era. I never thought of it like that before. Renan and Danna. All six elements.
Nazim. What a strange place. It's unlike any Renan or Danan structures I've seen before. Are they all like this? We've seen a few of them, and I'd say they're mostly like this, yes. Do you know a lot about architecture, Nazimil? No. Was that an odd thing to ask? Not at all. It just means you're perceptive. You're alert and paying attention to your surroundings. That's a good thing. Yeah, and being curious is how you learn things. Speaking of which, I'm very curious about you. Because I'm different? Because you're interesting. And I want to get to know you, Nazimil. You do? We all do. Personally, I look forward to hearing more of what you have to say. I'll try to think of something. Alter, ich sehe da unten noch so viele Sugelmann. Scheiße. Ich muss wahrscheinlich ein Healing nehmen. Ja, scheiß drauf. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich nehme mal einen Orangen-Gelee in der Hoffnung, dass das vielleicht gegen die normalen Monster reicht und wir hier irgendwie nochmal die Möglichkeit haben, HP aufzufrischen nachher gleich. Diese Fegeaffen sind noch mit die stärksten Gegner, muss ich sagen. Alter! Coming through! Ha! Now! Scarlet Inferno! You dare strike me from behind? Blew away! Dragon Swarm! Shockwave Flash! Looks like we got them all. Ja, vernünftig EP. Wir kriegen vernünftig EP von den normalen Gegnern. Ich meine, gut, die sind auch ein Level über mir. Not much longer to go. Come on, one final. Let's do this together, Alvin. Together? That wasn't even. Ja, es gibt jetzt ein bisschen mehr flirty Stuff zwischen Alvin und Shion. Das war ja schon vorher so ein bisschen mehr. Das war ja schon vorher ein bisschen so, dass die mit Fight einfach geflirtet haben. Und jetzt ist es sogar noch ein bisschen mehr. Finde ich aber gut. Schließlich wäre es scheiße, wenn sie einfach so tun, als wäre gar nichts passiert. Obwohl offensichtlich was passiert. Back in the old days. The old days? It hasn't been that long, has it? Although I'm glad to hear that what you consider the old days is the present day here with us. Ja, definitiv nicht die Zeit damals vor 300 Jahren. Das ist so viel ist schon mal sicher. Das sind nicht die good old days, das sind die bad old days. Okay, da kommen wir nicht einfach so hoch. Warte mal, welcher... Okay, das ist okay, das ist vollkommen richtig, wo ich jetzt gerade langlaufe. Hier kommt eine Sackgasse. Scheinbar. Das heißt, hier lang zu laufen ist auch auf jeden Fall richtig. So, heiliges Gewand für Rinwell. Wir finden hier einige Items, die wir, glaube ich, auch im Hauptgame fanden. Das ist gut. Wir haben ja auch die krasse Ausrüstung vom Hauptgame jetzt nicht mehr. Stattdessen nur noch so eine Midgame-Rüstung. Ich glaube, das ist so Rüstung, die wir so mit Level 30 oder 40 hatten im Hauptgame. Deswegen ist es hier auf jeden Fall notwendig, dass wir ein bisschen wieder upgraden. I was just waiting for the right moment. Stop being shy and just go for it like you always do. In an instant! Impact Block! I can feel my precision improving. Ja, vielleicht hat ein Orangen-Gelee auch nicht mal... Oh! Wir haben eine Astralblume einfach... Ach so! Wir haben eine Astralblume einfach in einem Gefäß gefunden? Ich glaube, das ist im Hauptspiel nie... Das noch gar nicht passiert vorher irgendwann. Die kriegt man sonst immer nur von diesen riesigen Zügeln. Aber wir haben sie in dem Fall jetzt einfach gefunden. Interessant. Auch nicht schlecht. Generell, die Dungeons hier sind ein bisschen anders aufgebaut. Also vom Ding her als im Hauptspiel. Aber es ist nicht unbedingt was Schlechtes.
Wie gesagt, man möchte ja vielleicht auch so ein paar Änderungen im DLC haben, damit man nicht quasi das Hauptgame noch weiter spielt. Aber das ist schon super, dass es so eine direkte Anknüpfung an die Geschichte trotzdem hat und nicht was komplett anderes ist. Ich bin ein bisschen out of shape. I haven't left the library much recently. Gut, ich muss jetzt halt bloß immer checken, wo wir lang müssen. Okay, da geht's noch in eine Sackgasse, da kann man wahrscheinlich noch ein Item wiederholen und dann geht's hier vorne dann weiter. Sarah, anstürmende Gegner sind dein Ding. Alter. I've used a bit too much healing. I shall ensure you survive this. Alter, da hat Dorli einen neuen Schlag gelernt, der aussieht wie sein Boost-Angriff. Oder doch. Also wie sein Boost-Angriff zusammen mit Chion halt, nur seine Attacke da. Wo er so mit Feuer nach unten geht. Light burst forth! Radiant finishing! So, how is our performance? Marvelous to behold. And more of this will all burn out. Raging cascade! Stardust! Quite necessary when creating weaponry. This'll make... Der Elementarumhang war, glaube ich, für, genau, für Dohalim. Die heißen immerhin noch so wie damals. Ich weiß gar nicht, ob es genau die gleichen Stats auch sind. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, natürlich. Aber es sind, glaube ich, die gleichen Items wie damals. Und auch die gleichen Leute, die sie tragen können dann. Die Kampfmusik auch angelehnt an die alte Kampfmusik, nicht ganz die gleiche, aber so ein bisschen merkt man, dass die sich ähnlich anhören. Auch das finde ich grundsätzlich gut. Okay, wir sind da, wir haben es geschafft. Das sieht doch sehr nach Hauptausgang, Eingang aus. How do you know that? Ja. It's just something you sort of pick up. The design of the door, I guess? In other words, it's nothing more than a hunch. Ja, ich vertraue Lors Bauchgefühl da vollständig, denn auch ich habe genau das gleiche Gefühl. Das wird bestimmt stimmen. Feindverstärkung. In Kämpfen mit Verstärkung erscheint jedes Mal ein neuer Gegner, sobald du einen Gegner besiegst. Mit jeder Verstärkung werden die Kämpfe länger, sobald du deine verbleibenden KP im Auge. Was? Ach so, ist das jetzt wieder so wie auch im Fahrstuhl damals? Dass jetzt immer und immer mehr Gegner kommen? Ja, tatsächlich. Jetzt kommen hier ganz viele Gegner. Ist aber kein Problem, weil wir auch noch Rampage sind hier. Rinwell, ich brauche eigentlich mal deinen Boost-Angriff jetzt, die machen dir die ganze Zeit ab. Okay, ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Wellen angekommen. Das ist der letzte Gegner. Das hat mich auch schon wieder einige HP gekostet.
As usual, it's full of machines that do who knows what. They're productions of foreign technology, every one of them. Trying to divine their purpose would be a fool's errand. I'd recommend against touching them, Nazimil. Nazimil? Was? Hat er auch so ein Herrscher-Ding oder was? Nazimil, is that? No, it's not what you think. Hä? She vanished. Nazimil. Wait. Wie ist sie überhaupt so sich direkt teleportiert? Nazimil, wie trocken jetzt einfach kommt. Nazimil hat die Gruppe verlassen. Das sehe ich auch. What the fuck happened hier? Ich hab viele Fragen. Nazimil, where are you? Crest appears, then she disappears. Just who the hell is she? We can discuss that later. First we need to find her. Okay, wir sollen hier schon weiter. Das ist Alter, guck mal, was ich. Guck mal, so eine ganz neue. Sowas hier zum Beispiel. So eine Strukturen gab es vorher gar nicht, glaube ich. Dieser Dungeon erinnert aber irgendwie trotzdem so ein bisschen an den allerersten Dungeon, den wir, als wir in diese alte Burg, in dieses alte Schloss mit Chion gegangen sind, damals in Kalagia. Ach, da ist er ja, warte mal. Da ist er ja, mein Erskill. Warte mal. Ewige Verwüstung, glaube ich, ist das, ne? Ja, ewige Verwüstung ist der Skill, den ich auf R immer hatte und benutzt habe. Ich glaube, dieses Moveset lasse ich jetzt drin, das gefällt mir gut. Diese erste Burg damals, wo wir Kleidung besorgt haben für Sion. Daran erinnert mich das hier. Nur ein bisschen vom Aufbau und dem Aussehen her. We may be a touch beyond our depth. We barely got a look at the thing. Ey, kommt hier wirklich nirgendwo eine Möglichkeit, sich mal irgendwo zu healen? Ich hätte wirklich auf jeden Fall vorher nochmal zum Feuer gehen müssen. Ich hätte nochmal ausruhen müssen. Dass ich es nicht getan habe, kostet mich jetzt sehr viel Heal-Items und das ärgert mich ein bisschen, aber man ist im Nachhinein immer schlauer. That one seems strong. Is it just me, or do you seem excited at the thought? It's no good. I can't focus. Rinmo, take some time to recover. Thanks. I'll do my best. Not much longer to go. Come on. One final in astral art? That's my cue. Shut him down. My turn. Take this. Please, Luna Rondo. Mirage, you're mine. Raining Slash. Blow away. Lady Fortune must truly be watching over me. Da kommen wir irgendwie anders hin. Ich sehe auch schon wie. Ist gar nicht so schwer, das Rätsel. That equipment. Oh, wer hatte denn den Elementarschutz gehabt? Das war Kisara. It should come in handy. That enemy looks strong. I bet it'll be. I've got a really bad feeling about this. I'll smash you! Ja, ich komme nicht drum rum. Ich benutze mal ein Ananas-Chili, dass wir jetzt mal wirklich wieder voll sind und ein bisschen mehr gehen können. As impressive as I'll always. Show you how. Here I hope that was myself. No, I mean you're even better than no ever. Further. I've never seen Fion actually look good. Now, you're mine.
It's not the first time. And I'm still grateful. Annihilate! In an instant! Impact Claw! Don't get complacent. About Nazimil's crest, do you think it's... Yeah. It looks similar to the Sovereign and Maiden crests. Aber wie kann das bitte sein? Heritage alone wouldn't be enough to explain. I shall ensure you survive this. Let me help. You picked the wrong fight. Lightning orb, raging fire. I thought you were going to wreck the place. I'm not nearly finished yet. Then I'll provide assistance however I can. As impressive as always. Leave the ensnaring to your own hope. Yeah, and the pummeling to me. Bloody hell. The flame inside me yearns to be let free. Flare tornado. Well then, let's keep moving. So, und haben wir jetzt für jeden seinen Dings gefunden hier? Jo. Jetzt hat Alfin noch seine Rüstung. Jetzt haben wir, glaube ich, für jeden hier eine Rüstung gefunden. Das kann ruhig in jedem Dungeon so sein hier. In jedem Mausoleum, dass wir immer für jeden eine Verbesserung finden. Da hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. No choice. Honor won't save you. I never miss. This ends now! Consider yourself finished! There you go, Alfin! It's time to end this battle! I'm right beside you! Alter, okay. Ich hab gar nicht realisiert, dass die anderen Gegner alle dadurch gestorben sind. My exploits are bearing fruit. 70! Sieht gut aus. Ordinary enemy I see of it. Okay, da geht's runter. Es gibt auch pro Erz hier immer viel mehr zu holen, merke ich. Aber gut, das ist halt so ein bisschen eher noch auf Late Game sozusagen ausgelegt hier. Alter! Hör auf, da rumzustürmen hier jetzt. Scarlet Inferno! Thanks for cheering us on, Hoodle. Hoodle is very adept at hiding during battle. Yeah, when he was small, but we used to practice hiding a lot to make sure. I've got a really bad feeling about this. They're above us. Shion, you know what to do. It's my turn, is it? I'm on. Yeah. Go get him, Shion. It would appear I attract do it. Astral energy. Full throttle. It's too late to say that you're sorry. We turned the tables on him. Damn it. Too fast! Stand back! I'll trip it up. You picked the wrong fight! Let me I'm ready! Astral energy! Full throttle! Not too shabby, if I do say so myself. Far more than the power I can conjure alone, that's for sure. Was that a... compliment? Wurden hier auch wieder irgendwelche Experimente durchgeführt? Soll das ein Labor darstellen oder was? Eine Maske, offenbar ein Relikt, das ist ein... Mask? No. A helmet? Sometimes we find these in the mausoleums. I'm not sure what they were used for, though. It looks like the iron mask Alfin used to wear. They're both remnants left by the Helganquil. So it isn't surprising. Ja, es könnte vielleicht sogar tatsächlich so eine Eisenmaske sein, die das unterdrückt. Obwohl wir immer hier, obwohl in unserem ganzen Abenteuer damals nur eine von sowas, also nur eine Maske gefunden haben und das war halt Alfin seine. Und keine ähnliche jemals gefunden gehabt. Consider yourself finished. There you go, Alfin. It's time to end this battle. I'm right beside you. I owe you one. Thanks, Shion. My fists are crushing it out there. Another oh shit. Door. It'd be nice to find Nazimil on the other side. I hope she's safe. Ja. Wenn er auf der anderen Seite wäre. Obere Oberflächenverdichtungsebene. Okay, da geht's wieder zurück. Alles klar. Natürlich möchte ich mir aber auch noch anschauen, ob es hier noch irgendwie... Hier geht es nämlich auch noch weiter. Hier geht es wieder eine Barriere durchzubrechen.
job, Mom. Next time, could you do it without noch all the yelling, though? Ah, sure. Sorry. Interessant, man bekommt hier wesentlich mehr Astralblumen. Und wo geht's hier noch hin? Ach so, hier ist einfach zu. If you can't open it, then I doubt Nazamil went through. Good point. Let's turn back. Ja, Nazamil. Man kann ja trotzdem mal gucken, was da vielleicht ist. Eine geheimnisvolle Kraft. Wir stellen alles wieder her. Wir speichern auch ab. Denn das war ja auch ein kleiner Weg bis hierhin. Let's go. In der Zeit einfach 4 Level aufgestiegen. Was machst du denn da? Nazamil! Helganquil. It's all right. They haven't woken. These are the Helganquil, the true people of Rena. They're sometimes discovered like this. I suppose that's why these places are called mausoleums. Why did you run off? It's dangerous to be in here all by yourself. I... Ach, jetzt hast du noch irgendwo raufgedrückt. Du machst auch nur Ärger, ne? Careful, something's coming. Nie muss Pan. Was ist was denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Ach du Scheiße, das ist wieder so ein Ding. Das sieht aus wie dieser eine Boss in diesem Endgebiet. Ja. 1:1 so aus tatsächlich. Der kann auch wahrscheinlich so ziemlich das gleiche. Jo. Der hatte so einen unaussprechlichen Namen, deswegen kann ich den jetzt nicht benennen. Aber ich kann mich noch genau an den erinnern. Hier ist ausreichend wichtig. Ja, was du? Sprich doch mal. Wo bin ich hier gerade? Hä? Alter, wie weit oben war ich denn gerade? Wie konnte ich denn überhaupt so weit nach oben gelangen? We're almost there. Let's finish this, everyone. Right. Time to end this for good. I've got your back. Let's draw the curtain. Far enough. Illusion team. Take it. Perfect. Take this. Soaring blast. What nonsense. Sehr schön. Wir ficken den. Komm, der ist doch fast down. Ja, komm, das war's. Das war vergleichsweise einfach. Im Vergleich zu diesem fetten Sugel. Aber wie gesagt, ich glaube, der ist einfach vergleichsweise sehr schwer gewesen. It stopped. I think that should be the last of them. Nazamil. Please don't run off again. That crest earlier. Was that why you ran? Because you were afraid? I hate this. I hate everything about it. Because I'm not a Renan. I'm not a Danan.
Everyone has always said that I'm not normal. And now I've been taken to this weird place. And my body's become even more unnatural. Next, you'll all probably toss me aside. I know that everyone hates me. People always have. Even my own father hates me. Everyone! I'm different from everyone! I just don't fit in anywhere! Nazamil! Forced upon me. I've lost so much because of it. Just like you. Alter, die Stimmen sind viel zu leise. Ich höre die fast gar nicht. I have friends who accept me. Ihr müsstet das bei euch dann einfach ein bisschen lauter drehen. Ich kann es jetzt leider schlecht machen. I, ja. You are an aberration. As you are now, you're a worthless child. If you don't like it, try being of use for once. Go back, Nazamil. I told you, didn't I? When it comes to this group, we're all just a bunch of oddballs. Trotzdem sind wir hier die krassesten Personen auf dieser ganzen Welt. Before we leave, let's finish what we came here to do. What's that? Sealing the door to this room. Ist das unsatisfying? So ganz kurz vor Level 70. Ja, muss ich das hier jetzt irgendwie bedienen, oder? Okay, nee, scheinbar nicht. Ach so, nee, wir wollen diesen Raum, wir wollen die Tür zu diesem Raum hier versperren. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal rausgehen hier, ist ja klar. Dann macht es natürlich Sinn. There. That should do it. What did you do? We disabled the main function so no one else can enter. We wouldn't want any miscreants getting in and causing mischief. What about the Helganquil? They will continue to sleep safely. We only disable the functions of the mausoleum itself. Do you guys always do stuff like this? Ja, schon. We find mausoleums, yeah. There should be a facility somewhere that oversees all the mausoleums, though. Until we can locate it, this is what we have to do. Xian and I are capable of sealing the mausoleums. The problem is, they tend to be nothing but Zoogles inside and out. Besides, considering the current state of the world, it's too soon to get other people involved, or to let word of the mausoleums spread too far. That's why every time a mausoleum is found, we all gather and take care of it on our own. Yep. And I'll take any excuse to get everyone back together again. I see. We're all done here. So let's head back to Niaz and report to Beifan. So you and Xian are the only ones who can seal the mausoleums? Yes. But it's also our way of setting things right. After all, we're somewhat responsible for the worlds converging in the first place. Ja, aber das war ja auch notwendig. Das haben wir uns ja auch alle nicht ausgesucht hier, ne? Gut, wir kommen immer noch nicht da links durch die Tür. Ich würde sagen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten an der Stelle. Und im nächsten Part werden wir berichten, dass wir hier fertig sind. Die eine Nebenquest auch abgeben, die wir angenommen haben. Also,
Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.